Hallo Sandra. Hi. Wie geht's dir? Sehr gut. Schön, dich mal hier zu haben. So oft bist du nicht hier, oder? Es geht. Ich war jetzt mal 3 Wochen im Urlaub, also in letzter Zeit nicht. Ansonsten auch viel unterwegs beim Kunden und die andere Zeit eigentlich, aber dann doch hier am Standort. Was genau machst du beim Kunden? Aktuell bin ich beim Kunden, die sich für Software für Ämter beschäftigt. Und da mache ich ein Usability Coaching. Mhm. Das heißt, ich bin einmal die Woche da und zeige dort quasi, wie man Usability Engineering richtig in ein Projekt integriert. Ich mache da Prototyping, mache Designs, also eigentlich ein ziemlich spannendes Tätigkeitsfeld. Okay, das bedeutet, du entwickelst keine Software? Ich entwickle keine Software, ich arbeite mit Softwareentwicklern zusammen. Aha. Das heißt, ich mache quasi, kann man sagen, so ein bisschen die Kommunikation zwischen Mensch und Entwickler. Also ich schaue, was der Nutzer tatsächlich benötigt, bringe das dann so ein bisschen in eine verständliche Art und Weise und kommuniziere das wiederum dem Entwickler in der technischen Art und Weise. Sehr schön gesagt. Die Kommunikation zwischen Mensch und Entwickler, das ist auch manchmal nötig, oder? Zwischen Mensch und Entwickler? Mhm. Ab und an ja. Also ja. Zumindest, wenn es um Benutzeroberflächen geht, würde ich sagen. Okay, also ich denke, ich habe verstanden, in welche Richtung es geht. Das bedeutet, Softwareentwickler sind manchmal recht speziell, wenn es um das Thema Usability geht, oder? Ich glaube einfach, dass sie in ihrer eigenen Denkweise sind, sag ich mal. Also man hat halt einfach seine eigene Vorstellung, einen eigenen Background, zum Beispiel einen technischen Background. Und den bringt man ja dann auch wieder dahin, was man, sag ich mal, produziert. Das heißt, die Oberflächen, die zum Beispiel dabei rauskommen, können halt dann in dem Fall auch sehr, sehr technisch werden, sehr speziell werden. Und es macht halt schon Sinn, wenn sich einmal wirklich jemand hinsetzt und im Ganzen quasi das Konzept entwickelt und sich Gedanken darüber macht, wie kann ich es denn gescheit beschreiben, was für Begrifflichkeiten verwende ich, was ist die typische Domäne des Nutzers, das macht schon viel aus. Also mit anderen Worten, es lohnt sich, mit dir zusammenzuarbeiten. Es lohnt sich, mit mir zusammenzuarbeiten und auch mit meinem Team, ja. Auch wenn ich so ein richtig eingefleischter Softwareentwickler bin und denke, das ist alles Blödsinn, was ihr macht. Auch dann lohnt es sich, weil dann überzeuge ich den Softwareentwickler. Okay, ich danke dir.